Ja, Martha, was ist denn los mit dir? Warum bist du denn nicht in der Kirche gewesen? Wir haben alle auf dich gewartet. Ja, Oma, warum hast du denn eigentlich gekocht? Hast du ja du auch? In 6 Wochen bist du in unser Kornfest. Ich weiß es, seit der Bürgermeister. So liegt ihr vorne sogar höchst persönlich. Aus der Gemeindeklasse. Du stellst doch diese so einfach vier. Gelobt sei Jesus Christus. Martha, du führst doch kein Doppelleben, oder? Blödsinn! Wand und Leute, Partei, Bezirksbüro und Bibelgruppe Schönfeld. Du meinst, wie viele Senioren wir noch Platz haben? Mit 4 Stühlen? Wenn du glaubst, mich mit Bier und Brezen für deine rückständige Politik begeistern zu können, hast du dich getäuscht. So ein arroganter Kuh, ha? Fritz! Himmelhaber! In meinem eigenen Haus, ohne mich zu fragen. Hat sie sich etwa wieder zum Sterben hingelegt? Feinste Qualität, Lisi. Wunderschön. Du kannst doch so etwas in deinem Alter umeinander reden. Und das da? Nein, das gehört unbedingt gefiedert. Wer will denn ins noch ausziehen? Ach, mein Lisi. Wenn ich es wenigstens noch kennen darf. Mein Lisi. Petit Paris. Wenn wir ein Zauber sein, was haben wir denn langsam hin? Na Marta, was haben Sie denn da dabei denkt? Die Oma des Pfalls macht das Suchgeschäft an. So etwas Schies. Seid ihr alle von dir? Ich frage euch, brauchen wir so etwas? Im Internet? Mein Frieder, was weißt denn du schon vom Internet? Es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Ich bin jetzt draufgekommen. Vater, kann ich ein Boot bei dir wohnen? Wir brauchen noch eine Fahrerin, was unsere Pakete zur Post bringt. Gell, Hans? Du verstehst mich schon, oder? Die ganze Hutze da, einen in den Sack und auch einen zum Mann in den alten Kleidercontainer. Ich werde mit der Oma selber reden. Nach 4 Augen. Ich bringe sie schön zur Vernunft. Jetzt ja, sei weg! Es können sie kommen! Schnell! So ein Glück gehabt. 3 Minuten später und deine Dessous war in Afrika. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich da dein Ernst ein paar Reha-Stunden sparen kann. Die hat einfach vergessen, dass sie gar nicht in Amerika war. Ist wohl wahr! Wie hast du das erzählen können? Wie hast du das meiner Mama entdecken können? Was? Nach Amerika mit der Shirley. Höchste Zeit, dass sie auch endlich einmal ihren Vater kennenlernt. 70 Corsagen. Nach Indien. Wir brauchen sämtliche Telefonnummern von allen Altersheimen Bezirk im Schlondeck. Wir haben einen Riesenauftrag.